Ja, hallo, liebe Alien-Freunde. Ich bin's, der Tenchi, und wir spielen Factorio zusammen mit dem Old Boy. Ja, hier da ist der Old Boy. Und wir haben jetzt gerade mal offscreen. Oh, wie die rangezogen wird, geil. Ja. Aber da scheint es auch ein bisschen langsamer zu sein. Was ich sagen wollte, ich habe offscreen mit Old Boy mal geguckt. Wir hatten ja hier eine Anbieterkiste stehen, aber wir denken uns gerade, oder wir dachten uns, wir machen einfach ein komplettes Fließband, was dann direkt in unsere Schlachthof reinführt. Eigentlich ist es eine Verbrennungsanlage oder wie immer man das nennen soll, weil die sind ja schon tot. Ne? Krematorium. Ab ins Krematorium damit. Und dann schauen wir mal. Und hier mal gucken, wie sich das entwickelt, wenn jetzt diese ganzen Dinger hier weg sind. Ne, vorne diese Fließbänder, wenn die weg sind. Wie sich das nachher entwickelt, weil dieser Laser hier, der Laser, der schießt gerade, das sieht man hier, ganz leicht sehe ich es, die Laser locken die auch ein bisschen an, weil die haben eine Reichweite von 35, ja, und stehen sogar weiter vorne. Das heißt, der schießt den an, irgendwann mal, leider, vielleicht müssen wir gucken, ob wir sie vielleicht noch ein bisschen weiter vorkriegen, und dann schießen die anderen mit drauf. So, und ich wollte jetzt hier nochmal ein paar Fließbänder setzen, damit auch wirklich alles mitgenommen wird. Wir wollen ja auch alles mitnehmen. Wenn schon, denn schon. Das heißt, ich werde dann gleich mal hier so. So. Greift mich gleich wieder was an, aber das wird sterben, bevor es überhaupt zu mir kommt. So. Eigentlich müsste man hier mit richtig fetten, schnellen Fließeinbändern arbeiten, weil dann könnten die auch gar nicht mehr abhauen, diese Aliens, weil die dann einfach so stark gezogen werden. Aber das würde was bringen als Defense vielleicht zum Wegschieben, aber das sieht doch scheiße aus, wenn du jetzt oder jede Mauer noch so Fließbänder hättest, um die wegzuschieben, die Gegner. So, ein paar Fließbänder baue ich noch. Aber kam echt viel schon rum. Also das, was ihr gerade auf dem Fließband gesehen habt, beim Start der Folge, was ihr auf dem Fließband gesehen habt, das hatte sich erst wieder frisch angesammelt, weil Old Boy ja erstmal alles in eine Kiste schon reingeschmissen hatte und das dann rausgeholt hatte, weil er die Kiste abgebaut hat. Ich möchte dann auch mal gucken, was dann bei dir oben alles ankommt, wenn ich hier fertig bin. So, hier ist noch ein Baum, der muss weg. Der behindert nur. So, und die greifen jetzt natürlich da auch noch die ganze Zeit. Nummer eins mache ich noch. Eine Schicht mache ich noch. Die greifen natürlich jetzt die ganze Zeit diese Fließbänder da an. Das ist ein bisschen schade, aber es ist halt so. Ja komm, folge mir. Doch nicht, will nicht angreifen. Nein, die haben mir Fließbändchen angegriffen. Das ist natürlich doof. Das ist dann vielleicht zu weit vorne, diese Fließbänder da. Wenn sie die angreifen können. Komm. Welche Fließbänder? Ja, nee, da waren noch ein paar Fließbänder, die sie angegriffen haben, weil die wahrscheinlich zu weit vorne waren. Oh, und der wird hoffentlich auch mal abgeschossen, ja. Sehr schön. So, und somit haben wir jetzt hier eine fette Fließband. Hier, da fließt es. Alter, hier fließt es auch schon krass. Durch die Gegend. Habe ich noch unterirdisches? Nein, habe ich nicht. Baue ich mal schnell. So. Ja. Ach, hast du schon. Und dann sieht man ja, was ja alles schon ankommt. Schon nice. So. Ich fliege mit. Oder ich fahre mit. Möchtest du mitfahren, Old Boy? Ja, da kommt schon echt viel Zeug an, ne? Ja, hat sich ja ein bisschen aufgesammelt. Mal gucken. Du hast ja noch einen Haufen Zeug eingestecken. Ich habe auch noch einen Haufen Zeug einstecken. Haufen Leichen. Ja. Hab ich auch. Ich habe 33 Kugeln auch einstecken. Ah, dann fließt das hier genüsslich so lang. Schön. Und dann kommt das hier irgendwann an. Ach, hast du eins reingemacht? Dann mache ich mir jetzt auch mal rein. Das. Ich glaube, ich habe jetzt alles drin. Weil ich habe ja vorne richtig viel aufgesammelt. So, noch irgendwo was? Nee, doch, hier ist noch nichts mehr. Hä, was hast du da jetzt reingeschmissen? Hä? Baumfarm. Du hast eine Baumfarm reingeschmissen. Ja, das, weil mir gerade Sachen angeliefert wurden. Ah, geil. Boah, es staut sich aber schon ganz schön auf, ne? Krass. Ist schon geil. Ist ja gut so. Ist schon geil. Ja, ist schon geil. Und da holt sich die ganze Zeit die Perlen raus. Perfekt. Da kommen die fetten Alien-Artefakte. Das wird geil. Ja. Na, guck mal, da kommen sogar keine bis zum Ende hin. Die werden komplett weggestappt. Ja, deswegen haben wir da. Hast du da drei oder haben wir mal drei gemacht? Ich glaube, die hast du mal gemacht. Aber weil wir keine Zwischendings haben, weil wir haben ja keine Zwischenlagerungskisten. Da muss das schnell rausgegriffen werden, weil sonst blockieren die mal alles. Ja, ja. Ja, nice, cool. Nice. Da ist schon ein Alien-Artefakt. Sehr schön. Ja, so. Auch die anderen Sachen werden hier vernünftig weggewuscht. Und da hinten wird Alter, was kämpft. Intelligenten Knickarm. Das waren aber richtig viele, die da gerade angegriffen haben. Ja, schön. Ein bisschen was wird repariert. Ein bisschen was wird repariert, ist auch gut. Ja,
Ja, ich würde euch noch so einen Laserturm bauen. So einen dicken Laserturm. Ja, dann. So einen Tesla-Laserturm. Meinte, guck mal, der schießt da drauf und lockt die dann irgendwann mal an. So, das finde ich ganz gut. Also hier oben den Typen würde ich gerne noch hier ersetzen durch den dicken. Sollen wir kurz gucken, wie das überhaupt aussieht. Wo waren die nochmal? Die waren bei Yoki Energies, bei ich weiß Atomic, gar nicht. Bei Industries müssen die, waren die, glaube ich. Ja, da haben wir einen. Der braucht, eigentlich brauche ich bloß noch, Krakon-Mauern. Ja, ich brauche 6 Krakon-Mauern. Lol. Hast du noch welche einstecken? Und oranges Material. Ja, Mauern habe ich. Ich meine, ich gehe jetzt eh runter, da hole ich mir die mal einfach. Oh nee, warte mal, ich glaube, das orange Material ist, glaube ich, nur für die Krakon-Mauern. Hey, ja. Okay, reicht. Reicht! Hör auf! Hör auf! Kann ich gleich 2 Lasertürme bauen. Baue ich den weg? 1, 2, 3, 4. Das sind 3x3. 1, 2, 3, 4, also hier. Ne, eins hoch noch. Ich will eins höher gehen. Hier also, höher. So. Da kommt der hin. Okay. Weil damit das den gleichen Abstand hat einfach. Ich bin halt manchmal so komisch. So. Flup. Sieht schon cool aus. Aber es ist krass, was die aushält. Also der Königin da ist echt krass, was die aushält. Ja. Stell dir vor, da kommen mehrere von den Viechern. Zum Glück ist das nur ein Bison-Nest. Ich hoffe, es kann sich nicht entwickeln, wenn wir so nah dran sind. Ich hoffe, naja, es entwickelt sich nicht. Eventuell schon. Mal gucken. Aber das haben wir schon. Das ist schon seit Ewigkeiten ein Bison-Nest da dran. Schon seit Ewigkeiten. Leider können wir sie nicht richtig anlocken. Also ich habe überlegt, ob man einfach einen Turm hier irgendwo weiter hinter. Ich habe jetzt einen Laserturm. Habe ich einen abgebaut, den einen? Oder hast du ihn abgebaut? Nee, habe ich abgebaut. Siehst du, wenn ich den weiter vorne einfach hinsetze irgendwo? Ich weiß bloß nicht, wo. Soll ich den hinsetzen? Ich kann ja schlecht hier in der Mitte was setzen. Dann wird das Zeug ja nicht mal angeliefert. Außer ich mache unterirdisch was. Ich kann ja mal sowas testen. Achtung, grün. Ach, scheiße. Warum kommt jetzt der Grüne? Da wieder hochgezogen wird. Nee, der läuft hoch. Hä? Ich setze den mal hier hin. Da brauchen wir noch Strom. Ja, irgendwann werden wir auf jeden Fall auch die Dings ersetzen müssen. Die Fließbänder, da kommen wir nicht drum rum. Hast du Strom? Warte mal, ich müsste doch Strom haben. Ich brauche was richtig Großes. Better Electric Tool. Mist, der braucht ja Strom. Ganz vergessen. Egal. Nee, ich setz hier einfach einen ganz normalen. Das kriege ich hin. Better Electric ich mach mal kurz dahin. Ich mal gucken, ob der die andocken kann. Der schießt schon recht weit. Da kommt eine Königin. Nö, die läuft bloß. Ja, der kann halt nicht weiter schießen als bis zur Base, sowieso sind zu weit weg. Ja, der hat auch nur 30 Reichweite, also der ist jetzt ungefähr genauso weit wie die anderen dahinter. Ja, stimmt auch wieder. Und der wird nicht repariert. Nee, mach ihn weg wieder. Ja, ich mach ihn weg. Ich will dann mit unterirdischen Fließbändern den ganzen Mist arbeiten, aber das ist alles sinnlos. Ja. Hey, da war gerade ein Spucker. Da hat ein Spucker angegriffen. Das müsste aber dann jemand sein, der von einem anderen Nest dazugekommen ist. Okay. Aber da oben haben wir ja dahinter noch ein riesiges Nest, ne? Aber es läuft erstmal so, wie es jetzt ist, läuft schon mal ganz gut. Hier unten waren noch ein paar Leichen. Es ist halt eine Unterstützung, ne? Es ist jetzt nicht so, dass. Ja, die greifen auf jeden Fall öfters an, habe ich das Gefühl. Es kann aber auch an die Fließbänder liegen, die da immer angegriffen werden. Jetzt zum Beispiel greift jemand das Fließband an. Und dann wird er beschossen von irgendwas und dann. Hä, von was wird er beschossen? Ach, der Laserturm, der geht bis davor. Das ist ja fast knapp vor der Base von denen. Sehr krass. Hier ist ja auf einmal Mauern. Ja, müssen wir ja auch irgendwie sichern hier das Ganze. Huch. Okay, ich verstehe. Die eine Mauer hat mir gefehlt. Okay, das hat schon mal ganz gut hin hier. Wir forschen gerade nichts mehr, sehe ich gerade. Das kann sein. Schadenserhöhung der Laserturm, es geht noch nicht. Ah, das ja. Laserfeuerrate, weil das gehört ja dann zu dem großen Tesla dazu. Der macht ja Laser. Der macht 12 plus 4,8 und wenn das dann fertig ist, und das ist eine kleine Forschung gewesen, die war nicht so riesig. Ist alles so symmetrisch. Egal.
Aber es läuft. Es kommt immer mal ein bisschen was an. Ist jetzt nicht so die Masse. Feiner wird beschossen und rennt aber nicht zum Angriff. Lol. Naja, passiert. Ab und zu kommt mal was, wie man sieht. Jo. Ich denke mal, für ab und zu mal so ein paar Alien-Artefakte sollte es reichen. Ja, der Berg. Zum Forschen meine ich, für die Forschungsteile. Ja, erstens dazu. Und wir müssen aber gerade, sind wir aber noch dabei, zu sammeln. Guck mal, wie voll das Band ist. Wir sind aber noch am Sammeln für dein Dings, ne? Für deinen Reaktor. Ja, ja. Was braucht denn 19, glaube ich? Haben wir auch noch. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ja, nimm dir die einfach mal. Mal 19. runtergehen. Weil dann hat der Oldboy auch noch seinen Reaktor, dann kriegt er sein Schild mal wieder. Also zum Wegrennen hat es gut ausgehalten, weil ich ja mit meinem Exoskelett wegrennen konnte besser. Und das Schild, ich habe mal ein, zwei Bisse abbekommen. Die Schilder haben das zum Glück noch abgefedert gehabt. Ja. Aber es war nicht so schlimm wie, ja, das letzte Mal. Wir haben hier drinne. 40 haben wir da unten drin. Alter Falter, 40 schon. Ja, und hier sind sie schon fleißig am Weiterbauen. 40? Das heißt, ich könnte mir ja das Ding schon bauen, ne? Den Reaktor. Militärwahl, ne? Ja, neben den Schilden. Fehlen ein paar Prozessoreinheiten noch. Ach, 30 kosten die ja bloß. Das Tragbau-Fusionsreaktor. Ja. Plus 30. Komm, dann mache ich mir noch ein paar Energieschilde vielleicht. 1, 2. Machen wir 3, weil der Ultra will ja sein Schild wieder haben. Dann habe ich jetzt 1. Ja, da habe ich jetzt 4? Nee. Jetzt habe ich, glaube ich. Ach Gott, ey. So. Wo ist denn der Ulbo hingerannt? Hochbestimmt. Hier, wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir ja mal reingeguckt. Naja, wird noch eine ganze Weile dauern, bis das hier voll ist, Leute. Und wir haben echt auf der Karte geguckt. Wie die Blöden haben wir noch gesucht, auch offscreen. Wir finden einfach dieses Erz nicht. Und deswegen dachten wir, vielleicht bauen wir hier einfach mal ab, um dann mal zu gucken. Mal, das Rohöl ist total voll hier, ne? Verbrauchen wir überhaupt Öl? Oder haben wir da schon wieder Stillstand? Das Rohöl ist total voll. Gar ja, ist doch gut. Naja, außer das bedeutet, dass nichts mehr hergestellt wird. Achso, na gut, das kann natürlich weil sein. Weil da irgendein Tank voll ist. Der Lagertank scheint nicht voll zu sein. Nö, Tank Schmiermittel ist leer. Also die Dings sind... Au, Petroleumgas ist voll. Was krass. Gerade das Zeug, was eigentlich immer am meisten leer ist. Wie kann das denn sein, ey? Aber ist doch gut. Vor allem die Batterien. Ja, die Frage ist, wir brauchen ja aber auch gerade hier nichts, so wie es aussieht. Wohl Plastik, wir brauchen nichts anderes. Plastik haben wir zum Glück noch 1000 drinne. Momentan brauchen wir auch nichts anderes. Deswegen wird das auch nicht verschwendet. Und diese Motorbestandteile hier, ja, die begrenzt sich einfach mal auf, keine Ahnung, die brauchen wir ja teilweise doch öfters mal. So, ich habe mir noch ein paar Schildchen gebastelt. Hier kannst du nur ein Exoskelett reinmachen, oh, ne? Das sind nur so Schilder gebastelt eigentlich. Das passen ja bis 3. Ja, ja, du kriegst nur ein Exoskelett rein und du kriegst nur 3 Schilde rein, sehe ich gerade. Ich habe noch 3 übrig. Du hast ja keine, ich habe noch 3 übrig. Ich hab was? Nee, ich habe mir gerade 2 gebaut. Also. Na, dumm, was soll ich jetzt mit 3 Schilden? Nee, 1 habe ich mir gebaut. Das eine brauche ich wieder. Was soll ich denn mit 3 Schilden anfangen? Wo bist du denn jetzt eigentlich hin? Hä? Hier. Irgendwo da unten, ne, bei den Batterien und so. Da, wo die Robos hinten. So, wie schmeißt man es nochmal weg? Oh, ich vergesse jedes Mal, wie man das wegschmeißt. Ja. Z? Z! Auch nur ein. Ist mir egal. Soll ich mir ganz Mist. Halt! Na, hast du den bekommen? Ich dachte, du brauchst 3, dachte ich. Auch einen. Ich habe doch 2. Ach so. Ja gut, weil wir können ja dann immer die besseren Schilde erforschen vielleicht dann. Gib mal den Schild. Habe ich doch gerade, du hast ja aufgesammelt. Ich habe bloß noch 2. Ich habe bloß noch 2. Du hast da einen aufgesammelt. Okay. Ich habe dir gerade einen hingelegt und hast ihn gesammelt. Ja, habe ich. So, wir sollten echt dann vielleicht bessere erforschen. Das Geile ist, es gibt ja noch verbesserte Exoskelette und sowas. Die brauchen dann gleichen Platz, sind aber schneller und alles. Und wenn wir den nächsten Kampfanzug haben, dann haben wir noch mehr Platz und oh, das wird so toll. Das wird so toll. Das wird so toll. Ultbull. Wir brauchen bessere Schilde. Die Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? Die könnten wir vielleicht MK2. Mal die. MK2. Ja, ja. Ich dachte mir gerade, vielleicht könnten wir auch. Entschuldigung. endlich mal anfangen, die Alien-Wissenschaftspakete dann auch herzustellen. Was denkst du? Ja, gut, das ist ja nur nicht unbedingt das größte Problem aller Probleme. Die können wir direkt oben machen. Eine Maschine, das war's. Ne? Wir müssen ja da irgendwie anliefern lassen.
Also da müssen wir die, ja vielleicht hier mal. Stellen wir einfach eine Maschine hin, die das herstellt und dann können sie das. Ja. Und dann können wir das unten direkt. Ja, wir haben ja unten auch nochmal Alien-Artefakte. Ist ja die Frage, ob wir das jetzt mittig bauen wollen, dass die Alien-Artefakte von unten nach oben gehen und die von die Alien-Artefakte nach unten gehen. Oder ach so. Alter, wie viel Knochen und Chitin jetzt hier rauskommen. Weiß jetzt gar nicht, aber da müssen wir oben erstmal eine Anbieterkiste machen aus der Kiste. Weil da war ja so eine große Stahlkiste. Da machen wir einfach noch so einen Knickarm rein, so einen intelligenten. Okay, dann machst du das da oben. Dann eine schöne Anbieterkiste. Und ich guck mal, dass wir hier bei den Forschungen. Das wird so schön, Leute, das wird so schön. Wie viele Leichen auf das Band hier rumfliegen? Die kommen kaum hinterher mitten. Krass, Alter. Moment, jetzt haben wir hier ein kleines Problematik. Ja. So, du machst uns jetzt Alien-Dinger raus. Sehr schön. Okay, dann mache ich hier oben die oberen zwei weg. So. So. Ja, der ist relativ schnell. Das geht schon. Das klappt ganz gut. Was ist denn hier? Die haben gar keinen Ausgang. Sehe ich gerade. Wieso haben die ja keine Ausgangsknickarme? Wir haben hier zwei Leichenverarbeitungsgeräte, die gar keine, die gar nichts mehr rauslassen können. So, jetzt aber. Ich meine, die werden zwar gerade nicht verarbeitet, da verarbeitet gerade niemand was, aber ja. Schöne Anlage, funktioniert ganz gut. Nur der Stau hier stört mich so ein bisschen. So, Alien-Wissenschaftspakete werden hier angefordert und aufs Band gepackt. Soweit ist schon mal ganz gut. Sag mal, haben wir hier welche, die auf nah knicken? Ah ne, das sind ja die da drüben. Okay. Sehr schön. Okay, Knochen haben wir auch ordentlich was. Das ist gut. Ein Alien-Artefakt haben wir. So, kommt hier mal wieder was Neues an, wenn wir nicht in der Ecke stehen. Ne? Wenn man nicht in der Ecke steht, dann kommt irgendwie nicht viel großartig. Ich habe gerade schießen sehen, also dementsprechend sollte doch mal was ankommen. Oder? Nichts. Da kommt was. Okay, kommt doch ab und zu mal was an. Hä, da liegt was zwischen dem Band. Oh, da ist was kaputt. Da fehlt ein Band, das muss ich noch mal reparieren. Das darf nicht sein, sowas. Ah, jetzt komme ich da nicht hin. Weil der Ulpe hier alles zugebaut hat mit seinen Krakon-Mauern. So. Ja, ein bisschen Sicherung brauchen wir. Ah, da kommt gerade eine Königin angerannt. Komm, macht's kaputt, die Königin. So. Ah, jetzt will ich gerade aber überlegen, wie ich das mache. Ich mache hier, glaube ich, ein Angebot. Wieso sind die ja hinten tot? Könnt ihr echt so weit schießen, dass die da hinten sterben? Ein bisschen schade, weil da jetzt ein paar Sachen liegen, die nicht zu uns kommen. Ach, die Lasertürme schießen bis dahin. Ach, da kommt gerade eine Gruppe. Oh, hier, welche? Eine gegnerische Gruppe von einem anderen Dorf kam da gerade an. Scheiße, die werden nicht beschossen, weil die Laser auf die Königin schießen. Boah, das ist natürlich nervig. So. Aber gut, alles aufgesammelt, passt. Ab und zu kommt halt was, Leute. Ab und zu kommt mal was. Dann hier eine Angebotskiste, Anforderungskiste. Müsste man überall da, wo die öfters mal angreifen, überall sowas Unterirdisches langlegen. Sieht aber halt auch ein bisschen kacke aus. Deswegen wollte ich es halt zentralisieren. So, was haben wir jetzt gemacht? Deswegen, was machst du jetzt gerade, Ultbull? Bin soweit jetzt fertig. Okay. Hier hinten haben wir schon eine Anbieterkiste, ne? Ja. Alien-Artefakte anfordern. Okay, eins haben wir noch im Umlauf. Ich habe 30 jetzt erstmal nochmal hier reingeschmissen. Ja, Willi, so liegt hier eine Alien-Fuck-Kugel rum. Okay, bleibt sie da liegen, passt schon. Wo hast du das jetzt gebaut? Mal gucken. Also Wissenschaftspakete werden gerade gemacht, direkt an den Forschungslaboren. Hier. Ich bin gleich da. Ist schon neben dran. Ja, ich guck gerade bei der Forschung. Ich würde mal bessere Schilde vielleicht noch machen. Was kosten die denn dann? Ach, die kosten ja gar nichts. Die sind ja billig. So. Also die Forschung kostet schon ein bisschen was. Hier. Aber eine Fabrik könnte irgendwann zu wenig sein.
Aber der lagert ganz gut. Der produziert aber gleich 10 Stück. Ja, stimmt. Und der lagert ganz gut. Der lagert, glaube ich, bis zu 100 Stück fast. Also wenn das Fließband voll ist, dann lagert der noch ganz gut. Wirst du dann sehen. Ach, die holen sich das jetzt schon was, oder was? Nö. Nee, hier, hier. Da lagert's, okay. Schön, schön, schön. Nice, Leute. Unsere riesige Anlage, die wir ja gebaut hatten, nur für die Artillerie. So. Läuft doch, hey, läuft kaputt doch. Gegangen. Was, Türme wurden kaputt gemacht? Da unten? Wie geht das denn? Wie haben die das denn geschafft? Und Kackemann. zwei Dings. Aber wie viel wir schon gebaut haben, Leute, schreibt es mal in den Kommentaren. Das ist doch schon nicht wenig, oder? Leute, könnt ihr ruhig mal zugeben, ey. Mal wie lange wir runterlatschen. Ja, vor allem so viel ist angefangen und nicht fertig gemacht. Was denn zum Beispiel? Oh, Alter, da unten liegen ein Haufen Sachen. Wo ist jetzt was kaputt gegangen? Hier zum Beispiel, die haben gerade... Hä? Ist schon ersetzt. Der hat keine Muni. Ach, der hatte noch nie Muni hier, weil hier steht ein Stromding. Wie soll er Muni reinholen? Ja, sehr clever irgendwie. Hier das gleiche? Nee. Okay, da hole ich mal ein paar Knickarme. Naja, ich meine eigentlich unsere komische Yooki-Fabrik, die wir eigentlich hier machen wollten. Ach so, ne? Wir angefangen haben und dann irgendwie mit drin. Ja, weil wir dann glaube ich nicht mehr wussten, was wir damit machen. In welche Richtung wir weitergehen wollen. Aber wir haben immerhin, stellen wir die. Obwohl doch, wir haben ja dann auch mal die Brennzellen hergestellt. Ja, ja, also wir haben dann im Nachhinein ein bisschen was angewurschtelt. Ja, immer wenn wir was brauchen. Aber nicht so, wie es geplant war. Immer wenn wir was brauchen, dann gehen wir da hin und bauen weiter. Und vor allem das hier ist auch total unnütz geworden. Was denn gerade? Ich bin gerade hier noch was aussuchen. Wo ist es denn hier? Was ist unsere Verteidigung, die wir hier mitten in der Fabrik stehen haben. Ist die immer noch da? Lol, die ist immer noch da. Geil. Mit Türmen. Die ist wirklich ein bisschen sinnlos. Wobei, guck mal hier links. Haben wir da überhaupt... Ach doch, das sind Türme. Okay, gar nicht gesehen. Ich dachte, an der Mauer sind gar keine Türme. So, hier. Jetzt kommt ein Knickarm jetzt noch rein. Hat alles super gemacht. So. Ach, shit. So, und Forschung ist schon mal durch. Das rein. Hier kommt jetzt das rein. Hier kommt jetzt auch nochmal das rein. So, und fertig. War irgendwas... Aber wo, achso, ist denn, wo ist denn hier... Exoskelett MK2. Wo wurde denn hier ein kaputt geschossen? Ein Turm und Ding soll angeblich zerschossen worden sein. Keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich wieder repariert. Also da unten sind so viele leckere Sachen, die ich jetzt aufheben werde. Hier müssen wir eigentlich auch diese Fließbänder überall hinsetzen. Aber sieht vielleicht komisch aus. Aber hier greifen sie sehr oft an. Wenn man von hier anfangen würde... Könnte man das sogar machen? Ich kann überlegen. Dann hier so rein in die Basis. War einfach Exoskelett. So. Die kommen ja gar nicht bis davor eigentlich. Ups, falsche Richtung auch noch. Ist aber... Die Frage ist halt, wie das aussieht, auch vom Aussehen her. Sieht das, ist das immer so ein bisschen bäh, muss ich sagen. Wenn man hier so ein riesiges Ding aufbaut. Weil, wie gesagt, eigentlich muss ich es gar nicht so weit hoch machen. Die verrecken ja hier so eigentlich. Würde hier schon reichen. Aber da muss man so viel Fließbänder verflübbeln. Aber wie sieht das aus, ist die Frage. So ungefähr bis hierhin, glaube ich, dann waren... Weißt du, aber den könnte man hier auch wieder, weil wenn ich mal rechts mal gucke, was da alles rumliegt. Auf der, also auf der linken Seite habe ich schon aufgesammelt, auf der rechten Seite ist auch nochmal ein Haufen Zeug. Okay. Was sagst du wegen dem Aussehen so? Das Aussehen ist mir doch wurscht. Das ist dir wurscht. Hast du noch Fließbänder? Vielleicht kannst du ja ein bisschen... Ich habe einen. Oh. Bist ja richtig fließbandreich. Mhm. Wenn ich mir das angucke hier, eigentlich reicht das bis hierhin. Aber ich muss eine Sache jetzt machen mit unserer Geschichte hier. Ich musste die Sounds abändern. Oh, shit. Willst du die Sounds abändern? Ja, die Alarmlautstärke auf 0 gedreht. Weil der macht ja nur noch... Ja, das ist wichtig. So, die ganze Zeit nur noch. Versuch das mal ein bisschen einzugrenzen, dass man ja nicht zu viel Fließbänder baut. Mhm. Weil die sterben ja auch sehr früh hier immer.
So. Ist jetzt echt um die ganze Base hier Fließbänder platzieren? Nee, nur da, wo die am meisten angreifen. Das ist halt hier. Hier unten liegen Haufen Sachen rum. Weil da unten so eine Base ist, wo die immer angreifen. Okay. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, weil die müssen gar nicht bis zur... Das muss gar nicht so weit gebaut werden bis zur... Na doch, hier sind mal welche rangekommen. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Deswegen sage ich ja, wegen Aussehen ist das doch ein bisschen blöd. Ach, das ist so wurscht. Aussehen ist das kleinste Problem. Ja, das werden die uns dann schon mitteilen. Unsere Freunde, die jetzt vor dem Monitor sitzen und uns hoffentlich... Und die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und sich denken so, what the fuck baut der da für einen Müll? Ja. Ach, das geht ja gar nicht so. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wunderschön. Das Sache ist, ich möchte aber auch, ich muss die so seitlich machen, weil ich will nicht, dass die Geschwindigkeit dazu bekommen, um schneller zur Insel, also schneller zur Mauer zu kommen. Wäre auch ein bisschen blöd. Ja. Aber die greifen mir jetzt natürlich nicht so oft an. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn die jetzt die Fließbänder angreifen? Ist auch ein bisschen blöd. Aber ja, mal gucken. Ach komm, das dauert so lange, das Herstellen, ey. Sieht schon ein bisschen interessant aus. Weil da braucht man richtig viel Fließbänder dafür. Das jetzt das hier auszufüllen, wird ein bisschen dauern noch. Mach einfach mal alles so. Ist ja quasi nur noch ausmalen, ne? Malen nach Zahlen. Mal gucken, wie weit sind denn die hier vorgedrungen? Die Gegners. Ich glaube, bis hierhin würde eigentlich auch reichen. Und hier würde ich sagen, macht man bis... Keine Ahnung, die ballern ja alles weg. Bis dahin? Oder vielleicht sogar bis hierhin? Die werden ja auch alle umgelenkt, ne? Dann dadurch ein bisschen. Das muss man vielleicht auch nochmal mit bedenken. Komm schon. So. Ich habe meine letzten Fließbänder in Auftrag gegeben. Ja, bei mir baut er gerade noch 78. Das heißt, mal 2 ist noch ein bisschen was. Okay. Ja, mal gucken, was wir hier noch so Schönes machen können. Machen wir mal sowas. Also es ist einfach nur, weil wir haben ja auch kein dieses Aufsammelding nicht. Und immer selber hinlaufen ist halt so faul. Da bin man so faul. Irgendwie. Ja, ja. Verstehe schon. Und das ist eine interessante Geschichte hier. Vielleicht gibt's ja auch... Ich gehe mal davon aus, dass unsere, dass wir dadurch ein paar Robos verlieren werden. Kommt drauf an, wo die hinfliegen. Aber ich meine, eine Tech, der wir dauert ja nicht lange. Die ganzen Dinger hier. Eine Tech dauert ja nicht lange. Eine Tech. Ja. Das heißt, ja, jetzt habe ich nichts mehr. Ich bin komplett leer. Das wird, ich glaube, das werden wir offscreen jetzt noch schnell zu Ende bauen. Ich werde mir noch ein paar Sachen holen und wir beenden das dann. Ende? Wir sind schon wieder am Ende. Wir müssen uns noch ein bisschen überlegen, was wir das nächste Mal machen. Neben dem Zeug hier. Nice. So, mal ein bisschen gucken. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenshi. Ja, und Bull war auch hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.